Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, Platin Mike, mit einem neuen Trophäenguide zu Tomb Raider 1 Remastered. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr an die versteckten Usis in Ägypten rankommt. Und ich kann euch gleich sagen, es wird eine kurze Sache, es dauert nur ein paar Minuten und schon sind wir durch. So, wichtig ist, diese Usis gibt es nur im dritten und letzten Kapitel von Ägypten. Das Heiligtum des Sion. Und eine Sache noch, falls euch mein Video gefallen hat und ich werde dafür sorgen, dass es euch gefallen wird, lasst mir gerne ein Abo da, ich würde mich mega darüber freuen. Ich würde sagen, let's go, ab geht's. So, ich befinde mich direkt am Anfang vom Level, einfach hier die Treppen hoch. Normalerweise kommen hier zwei Gegner, die habe ich aber schon getötet, das will ich nicht im Video zeigen. Entweder links oder rechts hoch, ist euch überlassen, ich gehe hier links rüber. Hoch. Hoch. So. Bis zur Kante vor. Hochspringen. Festhalten. So. Dann fast bis zur Mauer rüber. Rechts runter. Runterrutschen. Rechts. Geradeaus. Jetzt kommt ein Feind. Den müssen wir töten. Weil ich kann euch sagen, der wird uns richtig auf den Sack gehen. Definitiv. Weil wenn wir das Klettern anfangen, fängt er das Schießen an. Von unten. Das kann ich euch gleich sagen. Habe ich alles schon ausgetestet. So, zurück. So, bis hierhin. So, Orientierungspunkt. Einmal hier die Statue. Hier hoch. Hier wieder rauf. Umdrehen. Gleich ab der Kante rüberspringen. Hier mit Anlauf. Dann hier vorne auch nochmal. So, dann ein bisschen Abstand. Vorsicht. So, hier hoch, ganz wichtig. Noch wichtiger ist, nicht hier rüber, sondern da hoch. So, jetzt nochmal hier hoch. Wichtig ist, lauft nicht zu weit nach vorne, weil ich kann euch sagen, ist mir auch schon passiert, hier geht's, wenn ihr da drauf steigt, rutscht ihr runter und fallt in den Tod. Deswegen einfach Jump rüber. Nochmal einer. So, dann links vom Hebel, da wo die Schoflintmunition ist, da müssen wir hin. So, zack. So, jetzt nochmal hier rüber. Zack. So, nochmal rüber. So, zack. Und hier sind wir. Und da vorne sind auch schon die Usis. Ich würde euch empfehlen zu speichern. Macht es einfach. Falls ihr runterfallt, könnt ihr Spieladen drücken und seid sofort wieder hier oben. So, speichern. So, jetzt müssen wir darüber. Das heißt mit Anlauf und festhalten, wenn wir drüben sind. Haltet bereits beim Sprung schon die Klettertaste gedrückt, dann passiert nichts. So. So, festhalten, hoch. Langsam nach vorne laufen. Usis aufheben. So, wir haben die Trophäe, würde ich sagen. Ganz simpel und easy. Und das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich helfe euch gerne. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Servus.